jetzt erstmal Ripley. Ja, Julia passt immer ganz genau drauf auf, dass ich jetzt ab mittlerweile dann Wochenende mache. Ich weiß, das werden wir nicht ganz immer verhindern können, weil wir manchmal auch irgendwie 24 Stunden Sausen haben und die werden dann am Wochenende sein, aber ey, moin, was geht? Julia ist da der Sergeant geworden, damit ich mich auch bloß genug irgendwie... Oh, und... Alex! Ich bin ein Busch. Ich bin wunderschön. Okay, let's go. Den ziehen wir durch. Den ziehen wir durch. Boah, du Drecksau. Der hat doch gewartet, der Kacklappen. Was ist denn mit dir los? Wir können noch reden. Kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch. Ich will keine Impfung, Mann! Ich hab gesagt, ich will die nicht! Ja, das können wir sowieso vergessen. Wie, also, ganz ehrlich... Kann man sich eigentlich ohne passendes Perk überhaupt noch rauswinden irgendwie? Wahrscheinlich nur, wenn die Haken kaputt sind, oder? Oder wenn die irgendwie woanders sind. Da oben hat jemand in den Himmel gejippt. Was ist denn das hier für eine Sauerei? Da muss mal jemand mit dem Staubwedler wieder lang. Hilfe! Kein Wunder, dass die alle hier durchdrehen. Hallo, ich brauche eine helfende Hand. Oder einen helfenden Rabbit vielleicht. Oder einen helfenden Dakarix, jawohl. Geiler Typ, Alter. Bist du dir sicher? Okay, let's go. Go for it! Rein mit dem Pflaster! Mantel mich, als wäre ich eine wunderschöne Roulade, die du gleich auffuttern möchtest. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Da muss das Gift sein vom Alien. Geht nicht anders. Okay, einen Gen haben wir geschafft. Moin! Wir haben heute nichts verloren, alles gut. Ellie hängt halt gerade, ne? Wir sind gerade zu zweit an diesem Gen. Einzige, der da jetzt retten kann, wäre Dakarix, aber... Nicht, dass wir gleich beide gehen. Ey, das ist nicht deine Hand. Hey, Junge, du hast doch geübt, du Arschloch! Aus diesem Grund wollte er die ganze Zeit mitspielen. Das ist das Ding. Das ist hier alles einfach nur Scam-Betrug. Scheiße. Scheiße. Das können wir komplett vergessen. Das können wir komplett vergessen. Wir unterhalten uns noch, wir zwei. Ich sage dir. Vier Gens. Ich glaube, Ripley wird sich hier ein bisschen voreilig. Ich meine, noch sind wir nicht tot, aber... Man muss ja dem Tod oder der Ernsthaftigkeit auch mal ein Auge blicken. Hey, Freunde. Ich bin Angelköder. Oder wird geheilt? Es wird geheilt. Es wird weggeheilt. Dreck drauf mit ein paar Händchen. Let's go. Das ist gar nicht gut. Ja, danke. Toll. Toll. Ganz toll. Danke für euren Einsatz. Ach du Scheiße. Überall kommen mir Leichen um die Ecke. Das ist doch nicht mehr witzig.
Das wird gar nichts, Alter. Ich bin komplett am Arsch. Wahrscheinlich noch Mori eingepackt, schön mit Picknickdecke, jawohl. Ach du Scheiße. Ja! Alles, was ich mache, ist falsch in der Runde bisher. Das sah den Film aber besser aus. Ich kümmere mich drum. Alles ist gut, ich kümmere mich drum. Okay, ich kümmere mich doch nicht drum. Was soll denn die Scheiße? Ist okay, wir verstehen uns nicht so, ist in Ordnung. Ist alles wunderbar. Macht nicht so Spaß. Wir hätten doch reden können. Guck mal, wie soll man das schaffen? Wie soll man das denn schaffen? Musst du Bachelor in Paradise sein, damit du dich da vom Haken holen kannst, oder was? Er hat mich nicht getunnelt. Er hat mich ja gar nicht getunnelt. Er hat vorher jemand an den Haken geklatscht. Und dann? Ich weiß nicht, wie der immer den richtigen Gen rausfindet, ne? Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Aber irgendwie passiert das. Ich glaube nicht, dass das getunnelt war, Chat. Ich würde nicht sagen, dass das getunnelt war. Der rastet einfach komplett auf. Oder Alex ist ein Hacker. Einfach eine Hackersau. Ja, das sieht doch super aus. Also ich glaube, drei Gens noch zu machen. Einer hängt am Haken. Alle haben schon einmal gehangen. Das ist doch super. Da kommt doch Freude auf. Wir werden hier einfach weggemetzelt. Naja, du wurdest vom Haken geholt und er ist wieder dir nachgelaufen. Das ist schon toll. Ja. Ja. Kann man vielleicht so auslegen. Vielleicht wird dann irgendwo bei einem Videoschiedsrichter von DBD so ausgelegt werden. Aber ich meine, Ripley ist auch einfach absolut geil. Da kann ich verstehen, wenn man da tunnelt. Nein, es ist natürlich uncool, wenn das so wäre. Aber ich glaube einfach daran, dass die da zu dritt hier gerade noch machen. Die kriegen das schon hin. Ich meine, jetzt haben sie ja keinen Ballast mehr am Fuß. Das ist ja schon mal gut. Das passt. Ich würde mich so gerne umschauen. Sehr gut. Sehr schön. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Der ist ja... Der hat ja den Anus vom Alien komplett studiert. Ich habe das Gefühl, du machst eine Aktion irgendwie, der weiß sofort, wo du bist. Direkt Attacke. Das kann doch nicht wahr sein. Dann muss es die Luke richten. Nah, Butterfly. Ich meine, noch sind drei Leute da, aber ich meine, wir haben jetzt zwei Leute, die schon zweimal gehangen haben. Und der Karis wird dann gleich, glaube ich, zum Abendmahl gebeten. Zum letzten. Wir haben zwei Leute, die zweimal gehangen haben. Vanni hat nur einmal gehangen. Wie? Wie sollen die jetzt noch drei Gens machen, bitte? Wie? Flatty, willkommen, Alter. Vielen Dank für den Raid. Wir sind mitten in der Runde drin. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt, Alter. Seid gegrüßt, Hauptmann Bosai rauscheckt, wenn ihr gerade dabei zustande seid. Liebe Grüße. Dankeschön. Wir müssen hier leider dabei gerade zugucken, wie die Leute hier auseinandergenommen werden.
Hi, hi, hi. Warum, du alter Kinderliebling? Ja, die haben mich getunnelt, die Säue, ne? Die haben mich einfach weggetunnelt, die Arschlöcher. So ein Arschloch. Haben wir genau gesehen, aber einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Leute. Und danke schön, Masamino, für den Follow, Alter. Herzlichen guten Tag. Ihr habt wahrscheinlich auch DVD reingeschnallt, ne? Guck dir das an, Junge. Der surft einfach da drüber. Der hat doch die Hexe an. Hör auf, Alex. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts. Du hast nicht nur ein Heck an, du Arschloch. Ja, na klar. Auch immer der richtige Gen, ne? Na klar. Oh, 60 Seconds, Alter. Na klar, natürlich. Alex weiß alles. Alle lang. Und Dakaris ist raus. Dakaris in der Hölle. Ja, wir sind auch mal nach langer Zeit in DBD wieder reingerutscht, weil es, wie gesagt, ein neues DLC gibt. Und das seht ihr gerade. Der schöne Xenomorph ist im Spiel auch drin mittlerweile. Vielleicht sollte Alex den Stream ausmachen. Na gut, ich habe dir ja nicht zugeschaut. Also... schwierig. Schwierig. Entweder er guckt den Stream oder er hat den Schrankberg. Er war so schnell. Ich meine, ihr müsst ja auch Delay bedenken, Leute, ne? Also ich will da jetzt nicht direkt jemandem was Böses vorwerfen. Wo hast du dein Headset, wenn ich fragen darf? Ich würde dir ja den Ausrufezeichen Headset-Command empfehlen, aber da ist, glaube ich, noch nicht das aktuelle Headset drin. Aber es ist von der gleichen Firma. Es ist das Razer Kraken Kitty V2. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, Leute! Mach uns stolz! Berg sehen wir gleich, ja, siehst du. Also, das wird. Ich glaube, das wird schon nicht. Da wird schon nichts faul sein, Leute. Ich glaube, das ist schon richtig so. Jedes Mal, wenn wir so einen krassen Killer haben, sagen wir, der hackt oder guckt den Spiel. Das gibt es nicht. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht müssen wir einfach anerkennen, Leute, dass es bessere Xenomorphe da draußen gibt als wir. Oder als ich. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber trotzdem. Das kann ja passieren. Ach du Scheiße. Ich meine, der hätte ja auch einfach Mori einpacken können, oder? Hat er auch nicht gemacht, oder? Er hat keinen Bock. Melli, schlafen Sie schön. Danke fürs lange dabei sein, ey. Gute Nacht. Gute Nacht und schöne Träume. Also ich glaube, es muss die Luke werden. Und da wird sich selbst wiederbelebt. Ellie aus der Hölle. Noch eh alles Hacker, sobald man gestorben ist. Ja, finde ich aber auch richtig so. Genau so sollte diese Bezeichnung lauten. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Es kann nicht daran liegen, dass man schlecht ist oder dass man einfach Pech hatte. Es muss daran liegen, dass jemand irgendwie unfair spielt. Anders geht's gar nicht. Wir haben noch zwei Gens. Hä, schon wieder? Die wurde aus dem Schrank geholt, ne? Und diesmal hat man nicht gesehen, wie sie in den Schrank gegangen ist. F für Ellie. F für Ellie. Egal, wieso er so gut ist, trotzdem könnte er bei der Community-Runde schon etwas gelassen. Könnte man machen, ja? Könnte man. Aber vielleicht möchte man das einfach nicht. F
Vielleicht gibt es einfach Menschen da draußen, die für die, selbst für die Community keine Liebe empfinden und deswegen dann mit Kopf nach unten durch die Wand brechen. Gute Nacht, Marcel, Alter. Gute Nacht, Alter. Schlafen gehen, Leute. Schlaft schön. Danke fürs dabei sein. Beim nächsten Spiel ich den Killer spiel. Was? Beim nächsten Spiel ich den Killer spiel eh kaum, also habe ich auch keinen Plan davon. Er möchte uns fordern. Ja, vielleicht ist es einfach so eine gewisse, wie so eine Abschlussprüfung. Alex möchte einfach, Alex ist in Wirklichkeit einfach irgendwie so ein DBD-Offizieller und möchte sehen, was ihr könnt. Und wenn ihr gut genug seid, dann werdet ihr in das ESL-Team von Deutschland aufgenommen. Ob man das jetzt will oder nicht, das muss dann sein. Vanni, du musst die Luke finden. Mach uns bitte glücklich und finde einfach die Luke. Der kann uns jetzt nicht einfach alle wegschläschen hier. Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf, Alter. Er macht die Luke auch noch zu? Willst du mich verarschen? Vielleicht muss Alex auch trainieren für den nächsten, für das nächste Turnier. Einfach keine Möglichkeit. Lucky, erbarmungslos. Schäm dich. Schande auf dein Haupt. Schande auf deinen 10-Meter-Kopf. Soll nicht sein. Es soll nicht sein. Was willst du machen? Es soll einfach nicht sein. So eine Scheiße, Alter. So eine Scheiße, bis Knirsbiene auch mit dem Raid. Jetzt hört auf, hier rüber zu raiden. Da fühlt man sich immer so unter Druck. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, danke für dein Raid. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt, oder ihr? Wir sind gerade Zeuge von ganz bösem Verhalten geworden. Ganz bösem Verhalten. Ich baue euer Selbstwert auch gerne auf. Spielt gegen mich, dann könnt ihr erfolgreich entkommen und fühlt euch gut. Alex, Junge. Dir ist aber schon klar, ne? Dass das keine Online-Lobby ist, ne? Die ist schon bewusst, dass wir hier unter uns spielen, ne? Junge, bis dato war alles gut, ne? Aber dass du die Luke zumachst. Du machst die Luke zu, ich bitte dich. Ich bitte dich. Die Luke. Muss jetzt weg, muss früh raus. Wünsch dir noch einen guten, paar gute Runden und herfahren. Dankeschön, Bonnie B, Alter. Schlafen Sie schön. Danke fürs kurz reinluschern. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Will jemand jetzt Survivor spielen? Wir hören jetzt auf zu spielen, Leute. Wir sind jetzt fertig für heute. Wir haben jetzt noch andere Pläne. Wir wollen uns Geister jagen gehen. Nach die Miss Knipsebiene. Und dankeschön fürs Rüberschmeißen. Vielen, vielen Dank. Passt. Danke, hat Spaß gemacht. Alex, halt dein Maul. Ich lösche dich sofort aus der Freundesliste. Du brauchst mich nie wieder fragen, ob du mitspielen darfst. Das hast du jetzt davon. Ich bin drin in der Rolle als Killer. Du kannst mir am Arsch lecken. Das hast du mit Absicht gemacht. Und beim nächsten Mal Stream ausmachen. Und die Hex auslassen. Aber ganz schnell. Der schreibt GG da rein, Junge.